Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung von unserer Extractivism-Ringvorlesung. Schön, dass Sie es trotz dem ganzen Schneechaos in Kassel noch in das Gießhaus geschafft haben. Wir begrüßen Sie herzlich und wollen zu zweit heute über das Thema Ist Lateinamerika zu reich für Entwicklung referieren. Ich glaube, wir müssen uns nicht weiter vorstellen. Hans-Jürgen Burchardt, Projektleiter des Extraktivismusprojektes und Direktor des CALAS hier in Kassel. Mein Name ist Hannes Warnecke Berger, ich bin Koordinator im Extraktivismusprojekt. Was wollen wir heute tun? Erstmal muss man hier weiterklicken können. So, wir wollen mit Ihnen einen kleinen Einblick in unser, wir wollen Ihnen einen kleinen Einblick in unser Projekt geben und zunächst einmal im ersten Schritt so ein bisschen den Hintergrund klären, nämlich die Frage, wieso ist denn Lateinamerika für uns heute so wichtig und wieso wird es in Zukunft noch viel wichtiger? Sprich also, begeben wir uns in Richtung eines neuen Energiezeitalters? Welche Rohstoffe werden bestimmend in Lateinamerika werden? Der zweite Punkt ist, da werden wir dann schon darauf fokussieren, auf die Rohstoffe in Lateinamerika, essentieller Projektinhalt, was wir hier in Kassel und in Marburg erforschen, nämlich die Frage, wieso sind denn Rohstoffe in Lateinamerika historisch und aktuell so wichtig? Dann kommen wir drittens zu unserem Erklärungsteil im Vortrag und wollen Ihnen näher bringen, warum die Bedeutung von Rohstoffen in Lateinamerika historisch so persistent ist. Wieso also ist das über einen relativen langen Zeitraum ein relativ stabiles Thema, der Gehalt von Rohstoffen? Wie können wir das erklären? Und wir wollen gleichzeitig auch das einen Schritt weiter tragen, nämlich dahin, dass wir sagen, es hängt an dem Reichtum in Lateinamerika und natürlich nicht nur an dem Reichtum, sondern an der Verteilung des Reichtums. Und in einem vierten Schritt werden wir dann darauf eingehen, was wir denn in Zukunft von den politischen Umbrüchen in Lateinamerika erwarten können, was unsere Perspektive darauf ist. Sie haben das sicher aus den Zeitungen mitgekriegt, Chile, Kolumbien und jetzt auch Brasilien stehen ja vor enormen Herausforderungen politisch. Da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen in einem vierten Schritt. Das funktioniert, ja. Ja, vielen Dank, Hannes. Auch von mir wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch, dass Sie es geschafft haben, genauso wie ich, in diesen doch etwas überraschenden Wintereinbruch heute noch mal. Und dann auch noch Backschnee. Nachher können wir alle noch einen Schneemann bauen, aber da ist der Schnee vermutlich schon wieder weg. Herr Warnecke-Berger hat es ja schon gesagt. Die erste Frage ist eigentlich, sind wir auf dem Weg zu einem neuen Energiezeitalter? Davon hört man ja momentan relativ viel. Es geht um Energien, es geht natürlich auch um die Frage der nachhaltigen Energien, aber dann sehen Sie, dass momentan intensiv gerade mit dann auch entsprechenden zelebrierten Erfolg neue Wasserstoffterminals gebaut werden und so weiter und so fort. Und da dachten wir als ersten Schritt, lassen Sie uns doch mal einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal schauen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Und der aktuelle Stand des globalen Energiemixes hier von 2020, der aber sich nicht so dramatisch geändert hat, ist, dass wir immer noch ungefähr 85% des globalen Energieverbrauchs von fossilen Energieträgern bekommen. Also das heißt, wenn Sie sich diskursiv anschauen, was momentan über nachhaltige oder andere Energien geredet wird, müssen Sie feststellen, dass was in Wirklichkeit passiert, ist deutlich weniger. Und es gibt ja auch gerade, ich weiß nicht, ob Sie die entsprechenden Nachrichten verfolgen, auch wieder klare Hinweise darauf, dass zum Beispiel China in den nächsten Jahren wieder einen sehr massiven Energiehunger entwickeln wird mit Bezug auf die Krise. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechend sich deutlich verändert, zeitnah ist nicht so hoch. Aus dem Grunde sind das sind eher konservative Schätzungen eigentlich. Verschiedene internationale Institute und Thinktanks der Meinung, dass sich unser Energieverbrauch bis 2040, also der gesamte globale Energieverbrauch, sogar noch um bis zu 40% erhöhen wird. Und dann, und das ist ein Punkt, hier sieht man das ja noch relativ deutlich, dass wir das Braune und das Schwarze sind die fossilen Energien, dass wir hier eine Situation haben, dass wir, selbst wenn es uns gelingen sollte, im besten aller Fälle, vielleicht sogar relativ rasch oder um ehrlich zu sein, müsste es fast schon radikal sein, auf grüne Energien, auf nachhaltige Energien und Dinge zu umzubauen und zu transformieren, wir dann aber vor allen Dingen auch eins brauchen.
Rohstoffe, nämlich in Mineralien, Metalle und seltene Erden. Das heißt, wir müssen sagen, dass die Frage, wenn wir ein neues Energie- oder ein neues Rohstoffzeitalter haben, auch immer weiterhin die Frage bleiben wird, dass wir definitiv Rohstoffe brauchen. Und ich glaube, uns ist das jetzt nicht so wegen der Pandemie, aber vor allen Dingen im Kontext mit dem Ukraine-Konflikt sehr deutlich geworden, dass Rohstoffe und damit eben auch Energien oder Energieträger eine relativ große Bedeutung für uns alle, für unser persönliches Leben, für die wirtschaftliche Produktion, für alles haben. Und wenn wir das uns in einer Größendimension angucken, wird das auch sehr schnell verständlich. Rohstoffe haben heute einen Anteil von ungefähr einem Drittel am gesamten Welthandel. Mehr als 25% der Weltbevölkerung lebt fast direkt von den Einnahmen aus Rohstoffexporten. Mehr als 50% aller Länder der Welt exportieren fast nur Rohstoffe. Und wir können ohne weiteres sagen, dass Rohstoffe heute die Schmiermittel der Weltwirtschaft sind. Aber das ist ja vor allen Dingen die Exportseite, sondern wir haben auch die Importseite. Und da müssen wir sagen, und das waren ja genau die Debatten, die wir seit dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine ja auch hier in Deutschland gehört und geführt haben, dass wir natürlich auch in Deutschland und damit auch in ganz Europa und natürlich auch in den Vereinigten Staaten und teilweise eben auch in diesen anderen Regionen wie in China oder in Indien sehr stark von dem Import von Rohstoffen abhängig sind. Hier nur mal die Zahlen für Russland, wobei der Rohölverbrauch zu 35% aus Russland kommt. Das sind Zahlen noch von Ende letzten Jahres. Das hat sich jetzt ein bisschen verringert aufgrund der neuen Embargo-Bestimmung. Der Steinkohleverbrauch kommt aus Russland bei über zu 50%. Auch hier versuchen wir jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel umzubauen. Dadurch, dass wir nämlich Steinkohle aus Kolumbien und anderen Zonen importieren mit einem teilweisen Formen des Abbaus, die relativ unappetitlich sind, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, mit Verbannungen von Dörfern, Personen und so weiter und so fort. Und auch heute, die Zahlen sind auch etwas gesunken, kommen von früher 55%, heute glaube ich knapp unter 30% des Rohstoffs immer noch, des Gasverbrauchs immer noch aus Russland. Das heißt, wir müssen feststellen, Deutschland und Europa sind stark abhängig von Rohstoffimporten und diese Rohstoffversorgung wird, und das wird sie jetzt vielleicht als Katalysator durch den Ukraine-Krieg uns allen bewusst, aber mittelfristig auch mit der Frage der sozialökologischen Transformation des Klimawandels durch die sogenannte Dekarbonisierung der Weltwirtschaft auch ein Problem, entweder für das Klima, wenn es uns nicht gelingt, hier Maßnahmen zu ergreifen und damit natürlich auch zu einer immer konfliktiveren internationalen Situation bis hin zu Krieg und Frieden, wie wir es jetzt ja schon beobachten können. Das heißt also, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ein neues Energiezeitalter, dann müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wo geht der Weg denn dann hin? Nehmen wir das doch mal ernst, dass wir ein postfossiles Energiezeitalter anstreben, wie ja heute auch von einigen Regierungsparteien relativ intensiv verfolgt wird. Da ist ja die Idee, dass wir sozusagen es schaffen, über auf nachhaltige Energien und Rohstoffe umzubauen. Und da müssen wir einfach mal fragen, was das wirklich bedeutet. Ich will nur eine einzige Zahl hier nennen und ich hoffe, dass jemand von Ihnen, der vielleicht schon seinen neuen Tesla bestellt hat, jetzt nicht irgendwie davon zurücktreten will, aber nur, um Ihnen einfach mal deutlich zu machen, wie eigentlich die Bedeutung von Rohstoffen auch für ein postfossiles Energiezeitalter ist. Die Mineralverbrauch bei der Produktion eines Autos in Kilogramm sind beim konventionellen Auto, wie Sie hier sehen, dramatisch geringer als die zum Beispiel bei einem Elektroauto, wo man einen relativ hohen Umfang von verschiedenen Erden, von verschiedenen anderen Bereichen braucht, die dann vielleicht bei dem CO2-Ausstoß in dem Betrieb des Autos zu Vorteilen führt, aber in der Produktion, und das ist noch gar nicht so ganz so genau ausgerechnet, das ganz anders aussieht. Wichtig sind hier, das haben Sie sicherlich auch schon gehört, ganz bestimmte seltene Erden oder Metalle, wie zum Beispiel als Metalle Lithium oder Nickel, Kobalt spielt eine große Rolle, Kupfer teilweise auch. Für den Fall, dass wir uns wirklich entschließen könnten, weltweit eine sozialökologische Transformation umzubauen, die so radikal ist, dass wir immer noch das Ziel von 1,5 Grad einhalten können, also jetzt sehr, sehr, sehr schnell und effektiv umschalten, haben wir hier eine Nachfragesteigerung von über 2000% bei Lithium, von über 400% bei Kobalt oder bei Nickel von fast 200%. Sie sehen also, erstes Fazit, wenn ich sozusagen
ein neues Energie- oder Rohstoffzeitalter haben sollte. Wenn ich umschalte, wenn ich es schaffe, sozusagen von den fossilen Energieträgern wegzukommen, bedeutet das in keinster Weise, dass ich auch wegkomme von Rohstoffabhängigkeiten, sondern die verschieben sich nur ganz dramatisch. Und ich glaube, dass es vielen von uns noch gar nicht so richtig klar, wohin die Reise geht. Einer der Fragen, die wir uns dann natürlich stellen müssen, ist, wer braucht eigentlich diese alten und jetzt demnächst auch diese neuen Rohstoffe? Dann denken wir natürlich erstmal an die Industrie. Da gibt es sehr viele Dinge zu tun. Wir haben darüber nachgedacht, wenn wir das tun, dann müssten wir vermutlich eine eigene Vorlesung machen oder vielleicht sogar eine ganze Vorlesungsreihe, weil das ist abhängig von Branchen und von vielen anderen Bereichen. Aus dem Grunde haben wir entschlossen, das jetzt nicht zu vergessen, aber hier auszusparen. Das Zweite, an was Sie alle denken, völlig zu Recht, ist natürlich der private Konsum der Haushalte. Und da haben wir ja momentan auch gerade in der Bundesrepublik hier einige Schwierigkeiten. Sie wissen, wie dramatisch die Energiekosten in Deutschland gestiegen sind, wie sie große Teile der Bevölkerung belasten. Und wir hier feststellen müssen, dass hier nicht nur der Verbrauch, sondern eben auch die Preise ganz stark angestiegen sind. Dafür gibt es ja diese Kompensation von der Bundesregierung. Und der oder die eine, der auch noch zu den Glücklichen gehört, dass er hier in Kassel wohnt, hat sogar noch von unserem Bürgermeister eine zusätzliche Unterstützung bekommen. Ein Schelm, der glaubt, dass das mit den anstehenden Bürgermeisterwahlen zu tun hat. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass dort einiges passiert. Und dann gibt es natürlich immer diese ewigen Nörgler, die sagen, ja, aber Gießkannenprinzip und nicht so fokussiert und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich eine Kompensationsleistung, die hilft. Nehmen wir die Nörgler mal ein bisschen ernster und gucken eigentlich, für wen die Rohstoffe sind, stellen wir plötzlich fest, dass die 10% reichsten aller deutschen Haushalte genauso viel Energie verbrauchen wie die ärmsten 40% aller Haushalte. Also das heißt, hier gibt es wahrhaftig ganz dramatische Schieflagen, die dazu führen, dass wir letztendlich mit einer anderen Politik zum Beispiel durchaus in der Lage sind, vielleicht nicht nur Kompensation zu schaffen, vielleicht nicht nur andere Energien zu schaffen, sondern eben über eine andere Organisation von Gesellschaft und Politik etwas anderes zu erreichen. Ein weiterer Punkt, der eine große Rolle spielt, ist natürlich die Frage der Mobilität. Ich habe das mal hier anhand des Flugverkehrs versucht zu dokumentieren. Wenn Sie sich Ihre wohlverdiente Jahresurlaubsreise in den karibischen Süden oder woanders hin oder vielleicht von London nach New York erlauben wollen, dann verbrauchen Sie 300 Kilogramm CO2 pro Person. Dies ist eine Emittierung, die ist schon relativ beachtlich. Wenn Sie in Business fliegen, ist das das Dreifache. Wenn Sie in First Class fliegen, das fast Zehnfache. Und wenn Sie aber mit einem Privatjet fliegen sollten, ich weiß nicht, wer von Ihnen das Privileg hier hat, verbrauchen Sie fast das 80-fache. Nun ist es aber, jetzt werden Sie denken, naja gut, das ist ein kleiner Anteil und nicht so wichtig. Nun ist aber in der Bundesrepublik im letzten Jahr, wie gerade neue Zahlen gezeigt haben, der Anteil von Privatjetreisen pro Jahr um über 10% gestiegen. Das heißt mit anderen Worten, und diese Menschen fliegen dann eben nicht nur irgendwie von den Bayerischen Alpen bis irgendwie nach Sylt oder von, ich weiß nicht, wo Herr Merz wohnt, bis nach Sylt, sondern die fliegen sozusagen auch mal von Frankfurt nach Hannover, weil das natürlich relativ anstrengend ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit so einem ICE unter der heutigen Situation reisen zu können. Also das heißt, wir haben hier eine ganz klare Situation, dass hier ein sehr, sehr hoher Verbrauch ist, der einen ganz massiven Anteil hat. Dann werden Sie sagen, ja, ich fliege ja auch nicht Privatjet und First Class kann ich mir auch nicht leisten, aber meine jährliche wohlverdiente Reise nach Mallorca, da wird ja dann ja auch mal drüber geredet, dass wir uns alle so massiv einschränken wollen. Wenn Sie sich dann mal angucken, wie die Zahlen in Deutschland sind, werden Sie aber feststellen, dass 30% der Deutschen überhaupt nicht fliegen. Dass die, vielleicht gehören Sie dazu, die anderen 40% ihre wohlverdiente Jahresreise einmal pro Jahr machen, dass 22% nur ein- bis zweimal fliegen und wir dann aber eben eine relativ kleine Zahl von Personen haben, die 12 und häufiger fliegen. Also hier können Sie feststellen, die Frage des Konsums, des Verbrauchs von Rohstoffen ist keine, die uns alle gleichmäßig betrifft und über die wir gleichmäßig nachdenken müssen, sondern es ist eine, die letztendlich sehr, sehr viel mit Verteilung zu tun hat. Und deshalb ist natürlich der Punkt, und das wird jetzt in der letzten Zeit ja auch sogar in den Medien zunehmend auch problematisiert. Und ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, Oxfam hat gerade einen neuen Bericht dazu veröffentlicht, vor wenigen Tagen pünktlich zum Weltwährungsforum in Davos, dass wir hier eine Situation haben, dass die Superreichen im Grunde einen ganz großen Anteil an dem Klimawandel haben. Sie müssen sich überlegen, dass das reichste 1% der Bevölkerung, die nach allen Aussagen jetzt noch reicher geworden sind, übrigens auch in der Bundesrepublik, wo die 1% reichsten 80% Vermögenszuwächse verbuchen konnten, dass dieses reichste 1% weltweit fast für die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich ist.
Und die Logik, die dahinter steht, und das müssen Sie sich relativ klar machen bei der Frage, sind wir auf dem Weg zu einem neuen Energiezeitalter, für wen sind diese Rohstoffe, ist relativ klar. Hier geht es nicht um Gerechtigkeit, hier geht es nicht um andere Bereiche, hier geht es darum, was schon der Club of Rome im letzten Jahr in seinem neuesten Bericht gesagt hat, was Oxfam wieder sagt und was viele andere sagen: Wenn wir es nicht schaffen, diese 10% Reichsten mit einzubinden für eine sozial-ökologische Transformation, für einen Klimaschutz und entsprechenden Politiken, dann wird es uns nicht gelingen, das zu erreichen. Es geht hier nicht nur um Gerechtigkeit, es geht nicht um andere Bereiche, es geht de facto darum, entweder wir nehmen alles, versuchen alle gemeinsam Verantwortung zu schultern und die breiteren Schultern müssen das auch tun, oder wir werden ein ganz anderes Problem haben. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Vermögens- und Einkommensverteilung zählt, wie bei uns in der Bundesrepublik. Ich habe mir jetzt erlaubt, stärker bei uns zu bleiben. Herr Warnecke-Berger wird dann Ihnen einiges über Lateinamerika erzählen. Dass es nicht nur darum geht, dass wir hier sozusagen sehr starke Asymmetrien haben, vor allen Dingen bei der Vermögensverteilung, sondern dass das natürlich auch einen großen Einfluss auf die Technologiewahl hat. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Noch vor der Krise gab es von der Automobilindustrie ein paar Prognosen, die relativ erfreulich waren für diesen SUV. Sie kennen diese Autos, wo 2 Tonnen, 100 Kilo Lebendgewicht von Menschen durch die Gegend fahren, die außer ein Bauer und ein Jäger in der Regel eigentlich nicht wollte, aber die scheinbar ein relativ hohes Lebensgefühl vermitteln und die sehr, sehr viele Leute haben. 2090 war trotz aller Debatten zum Klimaschutz, zum Klimawandel, diese Wagen sind unglaublich emissionsintensiv, bei Neuwagen die Zulassungsquote bei 34%, und man hat dann frohlockt, dass diese Quote bis 2030 auf 50% steigen wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Problem des Klimawandels und des Klimaschutzes. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass in so einem Land in der Bundesrepublik eine wachsende Zahl von Personen keine Schwierigkeiten hat, sich Autos zu kaufen, die sie funktional nicht braucht, sondern dass im Grunde eine Frage von Lebensstilen ist. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass wir, unser aktueller Verkehrsminister, wir deshalb gern noch mehr versiegeln, noch mehr Autobahnen bauen für diese wunderbaren SUVs. Auf der anderen Seite Deutschland aber zum Beispiel bei Investitionen ins Schienennetz, das wissen Sie alle, wenn Sie in der letzten Gelegenheit hatten, mal mit der Bahn zu fahren, wir die öffentlichen Nahverkehr entsprechend runterfahren, der nicht mehr diese Bedeutung hat, obwohl sozusagen der Fernverkehr sogar noch, Anspruch auf Fernverkehr, Ihnen sogar noch im Bundgesetz garantiert wird, und dass solche Dinge wie das 9-Euro-Ticket, wo man ja sieht, dass die Bevölkerung das auch positiv annimmt, trotz aller anderen Dinge nicht akzeptiert wird. Wenn wir das noch weiter sehen und das mal so ein bisschen, wer Rohstoffe braucht, einfach mal durchdeklinieren, dann haben Sie hier 3 verschiedene Szenarien für die Zukunft. Ich bleibe jetzt noch mal bei Autos und Mobilität. Wenn wir fossil so weitermachen bis zum Jahr 2040, verdoppelt sich fast die Zahl der Neuzulassungen. Wir haben ja schon eine ganze Menge Autos im Verkehr. Das heißt, dann verdoppelt sich vermutlich der gesamte Pkw-Bestand, den wir haben, bei den Neuzulassungen generell. Das sind jetzt allerdings weltweite Zahlen. Das Gleiche haben wir etwas softer beim Mittelweg. Und nur wenn wir nachhaltig werden, haben wir zwar immer noch eine dramatische Zunahme, aber nicht mehr so eine große. Bei der Oberklasse ist das Ganze genauso. Und hier sehen Sie sehr deutlich, Sie sind eigentlich, wenn Sie einen wirklich nachhaltigen und funktionalen Weg gehen wollen, verpflichtet, weniger Oberklassewagenzulassungen zu machen. Und Sie sehen, auch hier wird sich letztendlich darüber entscheiden, wo der Weg in Bezug auf Klimawandel und Klimaschutz oder nachhaltige Transformation hingeht. Das heißt, wir sind der Überzeugung, und ich habe schon mal gesagt, es geht hier nicht um soziale oder andere oder Klimagerechtigkeit, es geht hier auch einfach nur um Funktionalität, dass nicht nur die Klimakrise, sondern auch die Verteilungskrise eine zentrale Position ist, ein Inhalt ist, mit dem wir uns ganz intensiv in den nächsten Jahren beschäftigen wollen, wenn wir schauen wollen, dass wir in der Lage sind, hier produktive Antworten zu geben. Und damit komme ich eigentlich zu dem letzten Punkt und mache sozusagen den Übergang zu Herrn Warnecke-Berger. Ein neues Energiezeitalter bedeutet eben nicht nur, dass wir eine unglaublich hohe Nachfrage haben werden, sondern wir werden gleichzeitig natürlich auch Regionen haben, die genau diese Nachfrage bedienen müssen. Und einer der Regionen, die dafür ganz exzellente Bedingungen bietet, aus vielfältigen Gründen, ist Lateinamerika, mit dem wir uns ja zusammen mit dem Markt auch in unserem Projekt beschäftigen. Da übernehme ich. Und tatsächlich ist es so, dass eine Vielzahl dieser angesprochenen Rohstoffe nach wie vor in Lateinamerika zu verorten sind und Lateinamerika der Kontinent ist, der
die meisten Reserven an diesen Rohstoffen, die in Zukunft massiv gebraucht werden, hat und dort natürlich enorme Explorationsprojekte laufen, die das in Zukunft erschließen und abbauen wollen. Sie sehen es, Kupfer, Chile, Lithium, Argentinien, Bolivien, auch Chile, Eisen in Brasilien. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich auch Venezuela und Mexiko nach wie vor noch Ölreserven haben. Und gerade dort die strategische Bedeutung dieses neuen Energiezeitalters sich materialisieren wird. Die Frage also, was werden die Länder in Zukunft exportieren können und wer wird es kaufen? Wir werden diese Rohstoffe brauchen. Sie sind bei uns verfügbar, sie sind aber viel zu teuer abbaubar. Und deswegen wird die lateinamerikanische Perspektive massiv in den Fokus öffentlicher und natürlich auch ökonomischer Interessen rücken. Das ist ein bisher schon relativ klares Bild. Wir haben eine klare Teilung. Je hier in der Grafik, je dunkler das Land, desto mehr abhängig von Rohstoffexporten. Und wir sehen, Lateinamerika ist eine zentrale Region, Afrika ist eine zentrale Region und Zentralasien ist eine Region. Dort, wo heute bereits Rohstoffe abgebaut werden. Und das wird sich massiv verstärken, massiv in die Richtung, dass Lateinamerika an Bedeutung gewinnen wird, ökonomisch an Bedeutung gewinnen wird, einfach darum, weil wir abhängig sind von Importen aus diesen Ländern, wenn wir nachhaltig leben und nachhaltig produzieren wollen. Lateinamerika wird dabei massiv an Gewicht gewinnen. Nun ist es so, dass genau dieses Bild ein historisches Bild ist. Lateinamerika hat historisch sich auf den Abbau und den Export von Rohstoffen spezialisiert. Es gibt eine lange Debatte dazu. Eduardo Galeano hat dieses Bild geprägt, die offenen Adern Lateinamerikas, und versucht, eine Geschichte seit der Kolonialzeit bis heute zu schreiben. Ein Bild, was sehr stark wiederum kritisiert wurde, oftmals auch zu Recht kritisiert wurde. Fest steht aber, und das sehen wir historisch, dass dieser Rohstoffextraktivismus dreifach problematisch ist. Er ist riskant. Riskant deswegen, weil natürlich Menschenrechte gefährdet sind, weil natürlich Bevölkerung damit auch zerstört wird, Umwelt zerstört wird. Dirty im Sinne von massive Belastung. Massive Belastung, Abholzung von Regenwald, Flüsse werden vergiftet und krisenanfällig. Krisenanfällig deswegen, weil Weltmarktpreise hochgradig volatil sind und Länder, die einmal gewinnen, natürlich ganz schnell wieder in Krisen rutschen können, sobald die Preise in den Keller rutschen. Trotzdem ist doch die Frage, warum dieser Extraktivismus, diese Abhängigkeit von Rohstoffexporten so persistent ist. Das ist eine zentrale Frage bei uns im Projekt zu erklären. Wichtig ist, dass wir es nicht nur mit einem ökonomischen Phänomen zu tun haben, sondern mit einem allumfassend gesellschaftlichen Phänomen. Er geht von der Ökonomie aus. Der Punkt, den wir dabei behandeln, ist aber, dass durch die Rohstoffextraktion und den Rohstoffexport ganze Gesellschaften von dieser Extraktion, von dem Export abhängen. Es sind nicht nur Eliten, es sind nicht nur einzelne Unternehmen, sondern ganze Bevölkerungen werden in den Bann von Rohstoffen gezogen. Gesellschaften spezialisieren sich auf Rohstoffe, exportieren nur noch Rohstoffe. Die Ökonomie wird von dem Geld, was damit eingenommen wird, beherrscht. Aber gesellschaftliche Integration, soziale Reproduktion, alles, was die Gesellschaft ausmacht, hängt mittelbar und unmittelbar von diesem Geld ab. Und das sind die drei Teile, die den Rohstoffextraktivismus so problematisch machen, dass man eigentlich ohne Rohstoffe die lateinamerikanischen Gesellschaften gar nicht mehr denken kann. Es ist zu einem integralen Bestandteil geworden. Nun zeigt die neuere Forschung und auch unsere Ergebnisse, dass das massiv zugenommen hat seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und dort Lateinamerika sich dann, viele Länder, die meisten sogar, sich auf die Rohstoffexporte spezialisiert hat. Warum haben sie das getan? Sie haben das getan, weil
der Export besonders lukrativ ist. Man kann also Geld damit verdienen. Man kann Geld verdienen, aber die Frage sich natürlich auch stellt, wer verdient das Geld? Gleichzeitig beobachten wir, dass selbst in Zeiten, in denen die Preise nicht mehr so lukrativ sind, gerade Diversifizierungsversuche nicht eingeleitet werden. Also auch eine Abkehr von den Rohstoffen überhaupt nicht stattfindet. Und das ist ein widersprüchliches Zusammenspiel. Freudscher Versprecher wahrscheinlich, nein, ein widersprüchliches Zusammenspiel zweier Faktorenbündel. Nämlich auf der einen Seite haben wir die Verfügbarkeit von den Ressourcen, die ja auch möglicherweise investiert werden können. Das, was wir eigentlich uns ständig erhoffen. Jetzt ist doch Geld da. Jetzt kann man doch was damit machen. Gleichzeitig ist aber das Vorhandensein dieser Geldmenge ein zentraler Faktor, es genau nicht zu tun. Was uns dazu führt, dass es genau eben nicht an der Menge des Geldes hängt. Geld ist da. Wir könnten investieren. Lateinamerika kann investieren. Lateinamerika kann eine andere Zukunft schaffen. Gleichzeitig fehlen die Incentives dazu. Gleichzeitig fehlt der Wille dazu, es auch genau zu machen, obwohl das Geld doch da ist. Das bringt uns zu der Frage, ist denn dann nicht eigentlich Lateinamerika perfiderweise zu reich für Entwicklung? Zu reich im Sinne davon, dass Geld da ist, dass möglicherweise auch der Handlungsspielraum da ist, aber gleichzeitig die Verfügungsmacht beziehungsweise dann auch der politische Wille nicht da ist. Die Geschichte gibt uns da einen kleinen Aufschluss darüber. Wenn wir die letzten 150 Jahre überblicken, zeigt sich, dass gerade um die Jahrhundertwende Lateinamerika, einige Länder Lateinamerikas, Argentinien ist da so ein Paradebeispiel, zu den reichsten Ländern der Welt überhaupt gehört haben. Argentinien war das 7., 8. reichste Land, je nach Messstandard, weltweit. Und wenn Sie heute in die Zeitung schauen, es ist ein krisengebeuteltes Land. Ja. Derzeit eine enorme Währungskrise. Argentinien, andere Länder auch, konnte diesen Reichtum nicht nutzen, konnte ihn nicht dauerhaft einsetzen. Gleichzeitig hat sich, wie Sie hier recht schön sehen, die Ungleichheit enorm verstärkt. Die Ungleichheit auch ganz beispielhaft, dass Superreiche gegenüber von Superarmen leben. Ja. Wir haben also das Problem, trotz Reichtum keine Entwicklung, obwohl es aber aus dem Extraktivismus einen enormen Reichtum generiert hat. Wer hat diesen Reichtum? Wer bekommt diesen Reichtum? Gleichzeitig sehen wir, dass trotz dieses Reichtums es offensichtlich kein Entkommen aus dem Extraktivismus gab. Und da sehen wir einen relativ interessanten Zusammenhang. Deswegen interessant, weil die historische Forschung relativ deutlich zeigt, hier ist die Ungleichheitsentwicklung in Lateinamerika abgebildet, dass Lateinamerika um 1800 nicht groß ungleicher als Europa war. Die Ungleichheit nimmt rapide zu mit der Eingliederung Lateinamerikas in die internationale Ökonomie, mit der Spezialisierung auf die Rohstoffe. Um 1900 sind die Ungleichheitsraten enorm gewachsen. Das war aber gleichzeitig auch der Höhepunkt des zwar fossilen, aber noch nicht ölabhängigen Energiezeitalters. Der Staat schafft es zwischen 1900 und 1950, diese Ungleichheit teilweise zumindest zu regulieren, einzugreifen, soziale Konflikte werden eingefangen, Ungleichheit wird reduziert. Was wir dann sehen, 1950 ist der Lock-in in das Ölzeitalter. Dann, wenn das Auto massiv an Bedeutung gewinnt, wenn auch Heizung für eine große Masse an Bevölkerung verfügbar wird, Ungleichheit in Lateinamerika nimmt wieder massiv zu. Dann, wenn die Rohstoffe Bedeutung gewinnen. Jetzt sind wir genau an dieser Situation, in dem beim Ende des fossilen Zeitalters die Ungleichheit sehr groß ist und wir nun möglicherweise in das neue Energiezeitalter eintauchen werden müssen. Aber es ist nicht absehbar, dass hier die Ungleichheit zurückgeht. Sondern was wir sehen, ist tatsächlich, dass die Ungleichheit ja noch weiter zunehmen wird. Das ist ein interessanter Befund auch gerade der letzten
Jahre, der letzten 10, 20 Jahre, in denen ja einige Länder sehr wohl auch linke, progressive Regierungen gewählt hatten, in Regierungsämter kamen. Klar, Entwicklungserfolge waren da, soziale Entwicklungserfolge, Armut wurde gesenkt, aber tatsächlich wurde kein struktureller Wandel eingeleitet. Wir haben keinen strukturellen Wandel. Wir haben tatsächlich hier den Einkommensanteil der Top-Verdiener, der fast stabil geblieben ist. Die Welt hat sich verändert. Lateinamerika ist fast konstant geblieben. Und das ist eine Sache, die wir über lange Zeit beobachten können, die möglicherweise jetzt noch weiter zunimmt. Wir haben tatsächlich eine hochgradig ungleiche Gesellschaft in Lateinamerika. Und die Frage natürlich mit der Ungleichheit, wer hat denn dann ein Interesse, das zu verändern? Das ist natürlich eine Frage. Und obwohl wir jetzt einen politischen Wandel die letzten 20 Jahre, 30 Jahre gesehen haben, sehen wir, dass in der ökonomischen Tiefenstruktur sich in den Ländern, ich übertreibe etwas, sich fast überhaupt nichts verändert. Die Rohstoffabhängigkeit, und das ist hier die Messlatte, ist konstant geblieben. Sie sehen keine großen Wandlungen. Sie sehen keine Kurven. Das Gleiche sehen Sie bei den Staatseinnahmen. Sie haben einige Länder, die hier bis zu 90% der Staatseinnahmen kommen aus dem Rohstoffexport. Wenn die Rohstoffpreise runtergehen, geht auch die Staatsausgaben runter. Und mit den Staatsausgaben Bildung, Verkehr, Mobilität, Überleben. Wir können das sogar noch weiter nach hinten heim. Was wir hier sehen, ist die massive Bedeutung, die ökonomische Bedeutung des Rohstoffabbaus. Diese blauen Balken hier, die bis zu hier 12-mal so hohe Arbeitsproduktivitätswerte aufweisen wie die Durchschnittsproduktivität. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wir sehen aber tatsächlich keinen strukturellen Wandel. Und wir sehen deswegen keinen strukturellen Wandel, weil natürlich hier ein massives Verteilungsproblem vorhanden ist und dieses Verteilungsproblem sich weiter noch vergrößert. Der strukturelle Wandel wurde nicht eingeläutet und jetzt, wo wir uns in ein neues Energiezeitalter begeben werden, ist anzunehmen, dass sich das noch weiter ausweitet. Das haben wir jetzt gesehen, gerade in den Krisenzeiten der Corona-Krise, in dem es tatsächlich ja so war, das zeigt die Grafik hier recht schön, dass sich das Einkommen, der Reichtum der Vermögendsten, der Reichsten noch weiter vergrößert hat und die Masse der Bevölkerung darunter natürlich leidet. Die Top 1% der Einkommensverdiener haben ihren Anteil vergrößert. Armut und Ungleichheit ist aber dadurch weiter gewachsen. Die CEPAL, die UN-Organisation für die ökonomische Entwicklung Lateinamerikas, spricht von einem verlorenen Vierteljahrhundert für Lateinamerika. Eben gerade erinnern Sie sich an diese Sinuskurvigkeit der Ungleichheit, in dem es nicht geschafft wurde, im ausgehenden Energiezeitalter jetzt die Ungleichheit zu reduzieren und damit natürlich auch kein struktureller Wandel eingeleitet wurde. Und das sind die Faktoren, die wir sonst eigentlich erwartet hätten. Wir hätten einen enormen Zuwachs an Beschäftigung in Nicht-Rohstoffsektoren erwartet. Wir hätten erwarten müssen, dass es ein Nachfragemanagement gibt, dass Menschen Produkte aus der eigenen Produktion, aus der lokalen Produktion kaufen, eine Dezentralisierung des Marktes stattfindet, dass auch Agrarreformen durchgesetzt werden, dass nicht nur so viel Nahrungsmittel importiert werden müssen, sondern lokale Produktion stattfindet von Nahrungsmitteln und natürlich auch Industriesegmente aufgebaut werden, die nicht nur in der Rohstoffproduktion verankert sind, sondern in anderen Sektoren. Tatsächlich ist das nicht passiert. Und das ist bemerkenswert, weil wir jetzt ja gerade den Wandel beobachten werden, zwangsläufig den Wandel in ein vollkommen neues Produktionssystem weltweit und Lateinamerika da nicht mitmachen wird. Und das ist das Problem, das wir uns fragen. Nun sehen wir ja aber sehr wohl Wandlungsprozesse und die Wandlungsprozesse ist natürlich die Frage, schafft man das?
ex-negativ, um diese Politik nun jetzt umzusetzen mit den neuen Regierungen, mit Chile, mit den Regierungen in, mit der Regierung in Kolumbien und nicht zuletzt mit der Wirtschaftsmacht Brasilien. Und da übergebe ich dann wieder an Hans-Jürgen, der uns dazu mehr erzählt. Ja, vielen Dank. Nicht zu viel, weil wir stehen ja nicht nur am Ende unseres Vortrages, sondern auch am Anfang von den Regierungszeiten dieser gerade schon von Herrn Warnecke-Berger genannten Personen. Sie haben das, wenn Sie sich mit Lateinamerika beschäftigt haben, aber sonst vielleicht doch ein bisschen mitbekommen. Wir hatten ja im letzten Jahr den überraschenden Sieg von einem linksliberalen Präsidentschaftskandidaten Boric in Chile, der dann ja auch versucht hat, eine neue Verfassung umzusetzen, die allerdings dann von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wurde, der aber trotzdem immer noch versucht, und das ist einer der Gründe, warum er eigentlich dieses Mandat auch erhalten hat, soziale und ökologische Politiken zu unterstützen. Wir haben ebenfalls im letzten Jahr den auch wiederum überraschenden Sieg des Präsidenten in Kolumbiens, der auch damit angetreten ist, dass er versucht, sozusagen die relativ stark sozial zerworfene und gespaltene Gesellschaft Kolumbiens wieder zu einen oder besser gesagt anders zu entwickeln. Da gab es im Vorfeld relativ aggressive, gefährliche Entwicklungen. Da gibt es auch eine relativ hohe Zahl von politischen Morden. Und wir haben die Situation von Brasilien, der Anfang dieses Jahres Lula in seiner dritten Amtszeit ebenfalls die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Sie haben sicherlich in der letzten Woche auch den Versuch oder besser gesagt die teilweise erfolgreiche Stürmung des dortigen Kongresses und Parlaments gesehen, die natürlich uns alle an frühere Bilder aus den Vereinigten Staaten und vielleicht sogar von dem Reichstag bei uns in Deutschland erinnert hat, was aber auch nochmal deutlich macht, wie stark polarisiert diese Gesellschaften sind. Wir haben uns jetzt auf diese drei konzentriert, natürlich auch noch andere Entwicklungen, die durchaus interessant sind. Es gibt den mexikanischen Präsidenten, der durchaus der Meinung ist, dass er auch teilweise progressive Politik verfolgt. Es gibt eine progressive Politikerin als Präsidentin in Honduras, um noch zwei zu nennen. Also es gibt verschiedene Initiativen, die zumindest noch einmal versuchen, hier eine andere Politik umzusetzen. Und das wird dann auch deshalb gelegentlich als Linksruck oder als neuer Linksruck bezeichnet. Ob es schon so weit ist, dass man das sagen kann, da sind wir noch unentschieden. Ich möchte Ihnen einfach nur ganz kurz zum Ende der Veranstaltung noch mal ein paar erste Konturen deutlich machen, die schon abzusehen sind. Weil wir können nämlich feststellen, dass diese drei verschiedenen Personen oder die verschiedenen Regierungen auch unterschiedliche Wege gehen, wie man mit der sozialen und der ökologischen Krise umgehen kann und was für Antworten es gibt. In Chile wird vor allen Dingen eine Art neoliberaler Extraktivismus, wie wir das nennen, angestrebt. Das heißt, man streicht jetzt die entsprechenden Bagger grün an und versucht außerdem, sie dann mit Elektromotoren laufen zu lassen und dafür dann gleichzeitig aber weiterhin hinreichend Legitimation zu haben, um hier vor allen Dingen Kupfer auszubeuten, eventuell später auch auf Lithium. Man muss dazu sagen, dass in Chile die weltgrößten Reserven an Kupfer liegen. Das ist eine dieser wichtigen sensiblen Metalle, die für die Elektromobilität ganz entscheidend sind. Und Chile kann relativ sicher sein, dass es dort in Zukunft einen neuen ökonomischen Boom oder eine Bonanza erreichen wird, aufgrund der massiven Nachfrage. Und die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, weist eher darauf hin, dass man hier versucht, über eben vor allen Dingen technische Erneuerungen einen anderen Weg zu gehen. Ganz anders, allerdings auch noch relativ am Anfang, macht es Kolumbien. Das ist für uns ein relativ spannendes Beispiel, weil zwar hier auf der einen Seite gesagt wird, dass man die Rohstoffausbeutung, den Extraktivismus, wie wir ihn ja in diesem Projekt nennen, als Bedingung für die Transformation erforderlich ist. Das ist eigentlich erstmal keine neue Argumentation, weil das auch schon früher von anderen Präsidenten immer wieder behauptet wurde, wo man sagt, wir nutzen den Extraktivismus als Vehikel, um ihn zu verlassen. Also das heißt, dass man sagt, wir nutzen das, um dann darüber eben entsprechende neue Ressourcen für andere Politiken zu erhalten. Sie haben ja in dem Schaubild, was Herr Warnecke-Berger gerade vorgestellt hat, gesehen, dass die Produktivität sich aber nicht verändert hat.
Das mag ja sein, dass es zum Beispiel im Bergbau eine deutlich höhere Produktivität, also auch mehrere Gewinne gibt. Aber wenn über Jahrzehnte das nicht dazu führt, dass es dann Effekte in anderen Bereichen gibt, also dass man dieses Geld für Industrialisierung, für Dienstleistung, für andere Bereiche, hochwertige Bildung und andere Bereiche nutzt, dann gibt es eben dieses Vehikel, diese Aufrechterhaltung oder diese Veränderung des Ganzen nichts. Und da hat immerhin Kolumbien zwei Entwicklungen angestoßen. Einmal eine Steuerreform, die erstmals auch die sehr, sehr großen Vermögen versucht, immer konsensuell, weil die kolumbianische Elite ist relativ aggressiv, versucht hier sozusagen eine Steuerreform zu erreichen, dass eben auch die breitesten Schultern ein bisschen sozusagen die Kosten dieser Verwandlung, dieser Umwandlung entsprechend mit unterstützen. Und dann eine Landreform, die noch aus einem früheren Prozess, Sie wissen, dass vielleicht Kolumbien bis zu 50% seines Territoriums damals, dass das von verschiedenen Guerillagruppen, vor allen Dingen von der FARC kontrolliert wurde und dass man hier über eine Landreform versucht hat, eben einmal diesen Bürgerkrieg zu zivilisieren, zu entmilitarisieren und dafür eine Landreform durchgeführt werden muss. Kolumbien ist das Land mit der größten ungleichen Landbesitzverteilung weltweit. Und hier ist allerdings der zentrale Punkt, deshalb von uns die provokante Frage, wer bezahlt die Landreform, dass man hier sozusagen den ehemaligen Großgrundbesitzer, die Kleinbauern das Land geraubt haben, militärisch jetzt Geld gibt, damit sie dieses geraubte Land wieder den Kleinbauern zurückgeben. Meistens übrigens auch relativ unproduktive Flächen, also man nicht sicher sein kann, ob das wirklich mit dem Erfolg gekrönt ist, der eigentlich damit vorgesehen ist und damit zu einer Befriedung schafft. Und zusätzlich natürlich Brasilien. Lula als Sozialdemokrat setzt sehr stark auf eine ökologische Modernisierung. Das heißt, er möchte aber eben nicht nur die Bagger grün anstreichen, sondern er hat durchaus auch vor, ganz bestimmte strukturelle Veränderungen durchzuführen, wie zum Beispiel in der Ernährungssicherheit zu versuchen, das Agrobusiness, was ja momentan relativ viel für den Export produziert. Sie wissen, dass wir sozusagen über unsere Nachfrage nach billigem Soja eben natürlich auch für die Abholzung des Amazonas mitverantwortlich sind und dass er versuchen möchte, diese hohen Produktionsmöglichkeiten eben auch stärker für den nationalen Markt, für die eigene Versorgung der Bevölkerung einzusetzen, was dann natürlich auch wieder zu anderen Konflikten führen kann. Auch hier stehen wir relativ am Anfang. Wir wissen, dass alle drei dieser Modelle natürlich auch mit großen Problemen in den Parlamenten, in den Gesellschaften zu kämpfen haben, weil diese erstmal stark polarisiert sind und zum anderen auch es nicht immer parlamentarische Mehrheiten gibt. Nichtsdestoweniger glauben wir, dass es sehr spannende Fälle sind und wir glauben genauso, gerade auch, weil Lateinamerika in Zukunft eine wachsende Bedeutung auch für uns hier in der Bundesrepublik und in Europa haben wird, aufgrund diesen enormen Ressourcenreichtum, dass die Entwicklung und die Entscheidung in diesen Ländern ganz massiv mitentscheiden werden, wie es weitergehen wird mit der sozial-ökologischen Transformation, wie mit Klimaschutzpolitiken und so weiter und so fort und haben deshalb in unserem Projekt auch verschiedene Papers dazu veröffentlicht, die Sie natürlich alle online in verschiedenen Sprachen herunterladen können, wo wir gerade versuchen, intensiv einmal die Problematik aufzumachen und sozusagen, das ist die Aufgabe, die wir in diesem Projekt haben, unter anderem auch diese neuen Ideen, diese Experimente zu begleiten, zu kritisieren, zu unterstützen, zu beraten und aus diesem Grunde eben versuchen, die Bedeutung, die Lateinamerika für uns bekommen wird, auch entsprechend dem wissenschaftlich und politisch gerecht zu werden. Damit bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Fragen. Vielen Dank.